Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Zwischenprojekt. Tor 12.5 Double Spoiler. Gut, und wir schauen uns das Gefühl an. Ich habe schon ein bisschen posiert und wir legen uns hier gleich mit dem ersten Level los. Also wir versuchen die ersten 6 Levels in diesem Video hier zu schaffen und ja, mehr werde ich auch nicht machen, denn ich bin einfach schlecht im Pro-Spiel. Was ihr auch wahrscheinlich sehen werdet in diesem nächsten Foto. Wir können Fotos machen. Wir müssen ein Foto von Gegner machen. Ihr seht, wir haben hier dieses Rechteck und eine Prozentanzahl. Und genau, wenn sie 100% erreicht, dann können wir Gegner, wir können auch so Distanz um durch diese Fähigkeit. Stimmt nicht, dass man hier hat sich aufgeladen ist. Mach so. Damit kann ich das drehen. Dann mache ich so und schnips. Abschuss. Und jetzt wird es ein bisschen hackiger. Ich werde es versuchen nochmal. Genau, nur ich kann. Jetzt und Foto. Schnips. Jetzt die Tappi. Denn jetzt muss ich hier ausweichen. Ne? Aber das ist das erste Level, also nicht so schwierig. Nips, Foto und das war's. Mit dem ersten Level, auf zum nächsten Level. 1, 2. Gut, hier wird schon etwas. Und ich bin schon gestorben, Leute. Nochmal probieren. Das war ein Fail. Den Fail ignorieren. Bin nicht allzu gut in so einem Pro-Spiel, aber ich versuche trotzdem, weil es Spaß macht. Warum sollte man nicht ein Spiel spielen, wenn es einen Spaß macht? Vor allem dieses Tor 12.5 gefällt mir vor allem. Ich weiß nicht warum, aber es macht einfach Laune. Gut, so ein 1.1 Level 1.2 wäre auch bestanden. Gut, dann kommen wir zum Level 1.3. Sollte auch nicht wirklich viele Schwierigkeiten bereiten. Hier einfach vor ein bisschen ranzoomen und das erste Jahr geschafft. Und dann hier wieder ausweichen, einfach diesen Schüssen hier zu bleiben. Gut. Aber ich habe hier 100% nichts. Verdammt, ich habe sie nicht erwischt. Das war schlecht, Leute. Na, ich kann auch einfach mit meinen Notfalls mit meinen Schnappschüssen hier einfach nur die Schüsse töten. Jetzt wird's total. Ich mach sie 3 Kugeln. Da kommen natürlich auch schon mehr von diesen. Autsch! Und natürlich können die Schüsse euch auch quetschen. Während ihr natürlich kein Foto von mir zu machen. So, erwischt. Am Anfang ist der noch einfach hier, einfach die Mitte achten ausweichen. So, voll erwischt. Einmal müssen wir ihn erwischen. Autsch, ich bin schon wieder erwischt worden. Ich bin ein Tropfen. Ja, schön hier. Hier wieder her und lass mich fast schon wieder erwischen. Ein Treffer. Ist gut. Komm, schieß hier, du. Wow, 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 ich bin ein Trottel, Leute. Ich lasse mich auch vor jeden Scheiß erwischen. Da ist das noch eine einfachste. Das war auch übrigens das erste, was ich überhaupt geschafft habe in diesem verdammten Spiel. Erster Treffer. Komm schon. Ausreichen. Und hier. Schöner Schnappschuss. Und jetzt problematisch. Und jetzt kommen 3 Kugeln.
ja. Und ganz viele von diesen Schichten hier. Das Problem ist einfach auszuweichen bis... Ja, sehr schön. Ketchup. Ja. Und nächste Stage. 1-4. Die wird nochmal ganz gemein. Die ist Firing Herr Laser. Ja, und ich bin schon tot. Brauche eigentlich hier beim ersten Mal nur umstehen. Das war, nein, das war nicht dieses Level. Das war ein anderes Level. Aber ich weiß, ich kann hier einfach stehen bleiben. Aber jetzt muss ich halt weichen und natürlich genau die Kugel rein, ich Trottel. Ja, ich lasse es hinten stehen bleiben. Und Hintür und Trottel. Das war nicht einfach, aber ihr seht, die Kamera braucht. Und ich fahre natürlich genau in den Laser rein. Ja, egal. Nicht aufregend. Ob mir das einfach ein Fail war, gerade von mir. So, hier, voll erwischt. Ach, scheiße, ich werde fast wieder mal in die Kugel rein. Und ich fahre schon wieder in den Laser rein. Weil, wie schlecht bin ich denn? Bei jedem Scheiß rein. So hier und durch und so, ausgewichen. So, erwischt. Nein! Ich wollte Abstand gewinnen und fliegen die verdammte Kugel rein. Mann, scheiße. Und da war ein Dex. Dex sind das Werk des Teufels. Das ist nicht so einfach. Ja, so knips. Und der zweite Treffer. Gut. Und hier haben wir... Ach du verdammte Scheiße! Ich und sein Gefühl nicht gut. Jetzt erwischt. Aber und schon wieder! Ich flieg in ihren Köche, weil ich einfach nicht auf die Kugel hinter mir achten da sind. Ich einfach nicht darauf achte. Bitte, du musst auf alles, bitte auf alles aufpassen. Sonst fällt mir nicht gut. Ganz einfach. Und hier muss man wirklich. Diesmal habe ich sie. Ja! Und weiter geht's. Welt 1 und denke ich, gell? Weiß ich nicht. Das erste war auch noch nicht so schwer. Hier einfach ausweichen und dann hinein und dann wieder. Und hier auf die zweite auch wieder gleich. Nicht schwer. Einfach zweimal diesen Dingen hier ausweichen. Hier rein und zap. Und ich werde getroffen von irgendwas. Egal. Nochmal. Hier, dann hier rein navigieren. Und ich werde schon wieder getroffen. Ich bin jetzt ein Trottel. Wie schlecht kann man sein? Wie schlecht kann man sein? Ja, ich mach schon so. Ich werde schon getroffen. Okay, getroffen. Gibt zwar weniger Punkte, aber okay. Also ich nicht. So, hier jetzt. Jetzt fliege ich wieder näher ran und bam. Und das macht hier das Gleiche. Auch immer. Jetzt ich auch nicht viel daran ändern. Ich muss das irgendwie mit der schon so. Nein, das war Fail. Das war Fail, aber wenn wir failen, so, dann mit dem Zoom, dann wird es nur 50% zurückgezogen. Und nicht. So, einmal rutscht wieder und jetzt kommen zwei von den Dingen hintereinander.
für dich. Ja, ist nicht allzu schwer hier auszuweichen. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit. So, jetzt. Geknipst und ja, geschafft. Und dann kommen wir, glaube ich, sogar jetzt 1.5. Und das ist jetzt 1.6. Da wird nochmal richtig, hart. Knips, erwischt, einmal. Nein, kein Motorik schlecht. Dann nochmal. Nochmal. Toro ist cool. Und Spiele machen Spaß. Die Mucke ist auch cool. Toro-Musik, eine der besten. Instrumentalmusik. Hast du mir jetzt eine Musik? Ist eine Mehrzahl überhaupt? Songs, sag ich jetzt einfach, statt Musik. Und ich trottel, das war so leicht zum Ausweichen und ich flieg genau rein. So. Ja, also. Und, autsch, warum weich ich denn nicht aus? Ich ärgere mich hier nur um selbst, Leute, und... gegen ab. Ich ärgere mich wieder über mich selbst, weil ich trotzdem wo reinfliege. Das ist blöd, das Spiel, Leute. Wer das noch nicht gemerkt hat. Ja. Ja. Ein noch größerer Noob in den Spiel als ich. Da. Was soll der Leck? Was soll... Mann! Ich bin ein Trottel, Leute! Nicht hier. Gleich kann ich einfach stehen bleiben. Und ich Trottel flieg genau rein. Ich bin doch scheiße. Ich flieg genau in den Angriff rein. Ach du Scheiße, wie ich hab denn geschafft? Wie nachdenken! Ah. Ich das hatte. Karten. Nicht zu nachdenken, einfach konnte. Das ist eine Strategie von Toro. Nach einiger Zeit greift man die einfach von selbst aus. Wenn ich nicht so der blöd wäre. Ich muss mich darüber aufregen. Ich rege mich jetzt überhaupt nicht über das Spiel auf, falls ich das irgendwer denkt. Ich schieb's nicht aufs Spiel, ich schieb's auf mich. Selbst. Ja, bei dem Spiel, ich schiebe es auf mich selbst. Weil ich wirklich ein Trottel bin. Das sieht man ja auch nicht, wenn man mir beim Spiel zuschaut. So leicht zum Ausweichen und ich schaff's immer wieder zu failen. Ja, das sind so einfache Stellen, ey. Wenn man das mit den späteren Leveln vergleicht, ja, so voll einfach hier und ich feiere trotzdem! Ja. Schön bleiben. Schön bleiben mit Tor und Zimmern. Und warum bin ich da jetzt nach rechts geflogen? Warum habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Weil ich fehle. Und schon, was war das schon wieder, Leute? Ach, langsam. Reicht mir selbst hier. So, voll erwischt. Und kein Kommentar. Kein verfluchtes Kommentar dazu. Verdammt nochmal. Nee, ich sag dazu gar nichts mehr. Völlig sinnlos. Das wäre sinnlos, wenn ich jetzt noch was dazu sage. Ja. Einfach ausweichen. Die Stage geht mir schon am Sack! Ja, ich hau hier schon auf meine Tastatur. Hoffentlich wird's nicht kaputt. Oh, voll erwischt.
Und da kommt schon die nächste Schussseite, ich heiliger Meister nicht ausweiche, weil ich zu dumm bin. Ja. Ja, Toho Action. Jetzt geht's. So, Treffer Nummer 2. Und es wird immer schlimmer. Ich muss die viermal treffen. Sieht man nicht an der Seite. Wie viele Plätze für Fotos gesehen? Und warum fliege ich in diese Kugel, Leute? Warum mache ich das? Kann mir das einmal jemand verraten, warum ich das mache? Weil ich habe keine Ahnung warum. So, voll erwischt. Das ist ein so einfaches Bisschen. Ich habe sie getroffen. Jetzt wird es wieder hart. Und ich fliege schon wieder hinein! Ja, ich bin zu scheiße für das Spiel. Aber ich spiel's trotzdem, weil's lustig ist. Ich das mal zu failen, ich hasse es zu failen. Aber das Spiel ist einfach geil. Und weiß ich nicht, vielleicht ist der beste Schuss von dir, aber was soll's. Und es lag, das Licht schon der Toro. Ich habe nicht gerne Lex bei Toro. Lex bei Toro sind der Untergang der Welt. Für Toro. Warum bist du jetzt nicht weiter nach links geflogen? Blödes Mädchen. Nein, natürlich schon das Mädchen. Ich Trottel. Ich darf nicht auf das Mädel spielen. Das Mädel ist super. Wird hier herumstehen und Fotos machen. Und jetzt wird's wieder Toho-mäßig beschissen, da ich einfach feile. So, 1, 2 und ja, typischer Fail. Ich fliege zu weit. 1, 2 und hey, voll erwischt. Und es kommt gleich noch ein Fetter. So, das ist noch einfach. Inzwischen habe ich da nicht nur die Probleme damit, so auszuweichen. Und trotzdem fliege ich noch irgendwo rein. Obwohl ich schon das 7 Milliarden Mal mache. Und trotzdem fehle ich noch. Zum 7 Milliarden Mal, Leute. Zum 7 Milliarden Mal. Und trotzdem schaffe ich es noch immer nicht. Keine Angst, das ist eh das letzte Level, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Das heißt, wenn wir das durchgestanden haben, dann das letzte Level vom ersten Level mal und später wird es noch härter, aber ich werde nicht mehr spielen hier. Ich spiele schon mehr, aber nicht in dem Video hier. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Warte. Und woher kommen die ganzen Schüsse? Viel zu viele! Das hier ist ein einfaches Level! Ah, was soll der Lag? Ich hasse Lag. Schaut aber gut. Das heißt, hier wenigstens nicht so viele Kugeln und trotzdem schaffe ich jetzt fast zu fail. Und ich fail schon wieder, ey Mann! Ey. Das geht mir auf die Nerven. Ich fang schon fast wieder zu singen. Warum war mein Finger nicht auf dem Schussknopf? Ich hab keine Ahnung. Bitte. Fragt nicht, warum ich jetzt gefailt habe. Fragt nicht. Und keine Fragen dazu, wenn ich das 7 Jahren mal mache, ey, und noch immer faile. Ich raste aus und ich muss sagen, es ist erst, ich bin gerade erst vorhin aufgestanden und dachte mir,
Ja. Spielen wir Toho. In aller Frühe. Und schön laut. Und sich die Nachbarn vielleicht aufbringen. Das wird ja. Und was war das? Warum? Hat's das, wenn die Schüsse noch weiter da bleiben, obwohl ich sie schon getroffen habe? So, bei den anderen nicht so und hier und erwischt. So. Warum fliege ich in den verdammten Schuss, wenn ich schon ausgewichen bin, nochmal rein? Warum? Warum mache ich das, Leute? Weil ich scheiße bin in diesem Spiel. Falls ihr das geraten habt, hattet ihr recht. 100 Punkte, voll richtig. Was war das? Warum mache ich so eine Scheiße? Warum spiele ich den Scheiß hier überhaupt? Weil ich bescheuert bin, weil ich ein Freak bin und so, ja, ihr wisst schon, verdammte Otakus. Bin selbst ein Zuseher, zu viel hart. Bin... So, erwischt. Mela, nach Fragen? Ja, warum bin ich da reingeflogen? Und warum lag's? Ja, das kann noch eine Weile dauern. Meine Wolken könnt ihr euch wegschalten. Wenn es Spaß macht, mir zuzusehen, ich feile, dann bleibt dran. Scheiße hier, naja, schaut sowieso keiner an den Gegner, denke ich mehr. Aber ich spiele trotzdem weiter. Und faile und spiele wieder und faile wieder. Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder faile. Nein, nicht in den Sack der Motivation, Leute. Verdammt, das möchte ich nicht lesen. Alles eine Sache der Motivation ist. Das stimmt nicht. Motivation gibt es bei Toho nicht. Es gibt nur Hirn abschalten und einfach ausweichen. Hier Foto Clips. Hat sie einmal erwischt. Schön. Muss ich noch immer dreimal erwischen. Und ich trotzdem bin eh zu blöd zum Ausweichen. Ja, weiß ich doch. Ich hab's gewusst. Habe ich's nicht gesagt, verdammt nochmal. Ja, ich weiß gar nicht, ob irgendwo noch zuschaut und was schon wieder dieser Fade. Ich habe auf den verdammten Auslöser gedrückt, aber ja, hat anscheinend den Spiel nicht etwas interessiert, dass ich gedrückt habe. Du verdammte Tastatur! Mehr Feinmotorik, du Scheißding, du. Keine Fragen! Nein. Fragen. Noch Fragen. Ja, stellt sie jetzt. Der Kommentar unter diesem Video. Was? Wie fail? Ich fail dir gleich mal eine Bärenroll, du Spiel, du. Ich werde den Scheiß hier gleich hochladen, ey, nachdem ich ihn gerendert habe. Weil ich hier mal fertig bin und ich trottel, war noch nicht aufgeladen, ey. Ja, das war jetzt hart. Fail hoch 10, ey. Mann, was tue ich denn schon wieder? Ey? Ich kann mich hier nur aufregen, ey. Okay, gut. Hier durch. Foto. Sehr schön. Und da kommen sie schon wieder, die Kugeln des Verderbens. Oder sind das hier gerade die Kugeln, das sind so Eier. Eier! Du komm! Voll! Danke! Voll Erfolg! Successful! Nein, nicht successful! Voll in den scheiß Schuss reingerannt! So, ich bleib stehen! Sieh mich nicht! Kein Bock mehr! Nee, natürlich habe ich noch Bock! Natürlich habe ich noch Bock auf und dass ich überhaupt was aufnehme ist ein Wunder. Denn nach den Scheiße von meinem Hausmund passiert ist.
Warum fliege ich jetzt nach links? Warum? Ich hätte so gut durchfliegen können. Aber nein, ich meine, ich muss nach links voll in den Schuss rein. Ja, Vollgas gegen den Schuss. Ja, warum nicht gleich so? Mach mich die Laser überhaupt kaputt? Das will ich ausprobieren. Ja, die machen mich kaputt. Extrem. Hier stehen und... Motor. Machen und extrem in den Schuss nicht ausweichen. Ja, weil ich habe mich gespielt. Ja, wirklich. Ich wollte eigentlich nur als Demonstrationszweck spielen und zeigen, wie schlecht ich denke, wie so spielen kann. Aber ich werde trotzdem weiterspielen. Oh, hier, ich bin in den Scheiß da. Heute ist es. Einmal muss ich ihn wischen, aber das wird jetzt schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Da gehen wir mal zum Titel zurück. Ich hab mich. Nein, nein, nein! Ja, töte mich hier. Ja. Zurück zum Titel. Nein, zurück zum Titel heißt das ja, oder? Warum gehst du zurück zu Level? Ja, ihr seht hier, Level 1.6 ist das. Was ich nicht geschafft habe. Ich bin einfach zu dumm. Habe ich hier eigentlich schon eins geschafft? Nö, natürlich nicht. Da schaut, da muss man da Punkte Scheiße und das kann euch mal, ja, ich zeige euch noch mal hier 2-1. Das ist ja noch einfach hier, dann einfach was mein, ich sag, das hier ist doch einfach und flieg mal rein. Das ist wieder typisch für mich, ey. So typisch für mich. Was soll der Scheiß, das war so einfach zum Aushalten, aber trotzdem fliege ich einen verdammten Schuss rein. Ja, wie schaffe ich das immer wieder so stehen? Das fragt ihr wahrscheinlich inzwischen auch schon. Und warum weiche ich den Schüssen nicht aus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach schon zu lange jetzt spiele. Das könnte leicht möglich sein. So, hier stirb. Das hier ist noch die einfache, jetzt einfach hier so durch, hier so durch und hier, hier, hier so. Mann, was tue ich denn hier? Das war einfach nicht schlecht, Leute. Hier so. Gut, zweimal müssen wir treffen. Kommt schon den Scheiß hier noch extra dazu. Dann kommen schon 3 rein. Dann ist auch nicht schwer zum Ausweichen. Wenn nicht diese blöden Schüsse dann noch dazu kommen wird. Gut, ich lasse es hiermit. Gehen wir wieder zurück zum Titel. Und wenn ich zum Titel sage, dann meine ich zum Titelspiel. Gut, Leute, das war's für mit Toho und ja, 12.5. Da ist Spoiler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir zuzusehen, wenn ihr fehlt. Wenn ihr schon nichts weggeschaltet habt. Ciao. Nicht mein Problem. Gut, wenn es euch gefällt zu sehen, wie ich in Toho spielen fehle, schreibt es einfach in die Kommentare, damit ich öfter mal Toho Spiele spielen. Und ja, bis dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.